Eisenbahn Kurzwissen. Woher weiß ein Lokführer eigentlich die Stellung seines nächsten Hauptsignales? Wieso überhaupt die Frage? Wenn ich das Signal sehe, dann halte ich halt an. Oh, ist es halt. Bremse ich mal. Das Problem ist halt, dass unsere Züge einen bis zu 1000 Meter langen Bremsweg haben. Und wenn ich dann das Signal erst kurz vorher sehe, ich nicht mehr rechtzeitig anhalten kann, wenn es Halt zeigt. Deswegen hat jedes Hauptsignal im Bremswegabstand davor ein Vorsignal, was mir die Stellung des nächsten Hauptsignales vorsignalisiert. Das wäre ungefähr so, als hätte ich im Straßenverkehr vor jeder Ampel eine kleine Vorampel, an der ich ablesen kann, was ich an der großen Ampel zu erwarten habe. Somit werde ich während der Fahrt niemand von einem Hauptsignal überrascht, sondern kann meine Fahrweise immer mit Hilfe der Vorsignale anpassen. Okay, tschüss.